Den können wir wegwerfen. Don't need him anymore. Die tue ich auch nochmal weg. Nehme stattdessen die Pumperoo mit. So. Machen uns noch ein bisschen Pumpgun Money. Die Pistol können wir eigentlich auch erstmal. Haben wir gar keine Munition für. Ach komm, wir machen welche. Wir machen einfach mal welche. So. Einmal saven für die Safeness. Der Boy schleppt sich von hier nach da, von da nach hier. So krass, dass hier so ein Labor einfach so unter der Polizeistation ist. Das hat mich damals immer schon so gewundert. Da ist diese Polizeistation und darunter ist dann diese Kanalisation und darunter ist dann nochmal dieses Labor hier versteckt. Meine Fresse, ey. Wüsste mal gern, was für ein Aufwand das war, das Ganze zu bauen. So. Error? But why though? Gibt's ja auch irgendwie so einen Trick? Also wir haben hier jetzt nice Musik. Okay. Earth. Nee, Muff, Muff. Hm, okay. Dann muss das hier wohl stimmen. Mega Musik, ey. So, jetzt passt es aber. Ab da rein mit dem Ding. Oh. Boy, bleib liegen.
Gürteltasche immer gut. So, Wayne Liss Notiz. Mein Gott, Blut überall. Was zur Hölle geht hier vor? Sie sind tot, alle tot. Das waren diese Männer in Schwarz, USS, die Spezialeinheiten vom Hauptquartier. Aber warum? Ist ihre Aufgabe nicht, uns zu beschützen? Weiße Hörner in einer roten See. Das kann nicht wahr sein. Mein Gott, warum? Haben nicht alle gesagt, ich bin ein Genie? Ein Genie wie ich kann nicht an so einem Ort sterben. Ich habe immer Ergebnisse geliefert. Die verarschen mich. Dann verarsche ich die. Ich gewinne den Nobelpreis. Ich bin ein Held, ein Genie, ein Gott. Ich werde nicht sterben. Ich werde... Ja, boy. Zombie bist du geworden. So. Jetzt verstehe ich das erst mit diesem komischen Ding da, mit den lustigen Sounds. Ach, dann müssen wir das da beim Gewächshaus dann auch gleich mal machen. So, also jetzt erstmal wieder in den Ostbereich. Ja, der Boy schleppt sich hier durch die Gegend. Das Ding war hier, war ja da unten. Nee, ich habe keinen Bock, den Zombies nochmal über den Weg zu laufen. Ich gehe jetzt einfach hier lang. Weil hier haben wir uns ja den Weg frei gemacht. Yes, yes. So. Hier ist der Weg auch frei. Die Leiter runter. So. Genau hier durch. Oh, hier haben wir ja doch nicht alles gesäubert. Nee, hier. Bin schon wieder völlig auf dem Holzweg. So, Murph. So. Sehr gut. So. Dadurch können wir in den Serverraum. Nice. Und das dient auch gleichzeitig als Safe Room hier. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hä, da liegt was. Ach, so eine nice Kartusche. Cool. Cool, cool. So, das Teil laden wir direkt mal nach.
So. Das Teil scheinen wir noch mal zu brauchen. Ich glaube, ich nehme das lieber mit. Das können wir erstmal verstauen. So. Gut, dann versuchen wir jetzt mal das Zeug zu kühlen. Moment mal, die Lightning Hawk haben wir gar nicht mitgenommen. Ich nehme die zur Sicherheit mal mit. Hab zwar nur 4 Schuss, aber unter Umständen können die uns schon nützlich sein. Ziemlich dunkel hier. Willkommen zurück, Dr. Lee. Sitzen bleiben. Sie haben 5 neue Nachrichten. Wayne Lees Posteingang. Absender Rick Mendoza. Was hat er vor? Kaum zu glauben, dieser Cartwright. Was für ein Arschloch. Naja, er ist der Boss. Vorerst. Egal, hast du meine Helix irgendwo gesehen? Ich habe das Geheimnis unten drauf geschrieben. Sag Bescheid, wenn du sie findest. So, beschäftigter Typ, was? Hast es nicht zu unserem kleinen Meeting geschafft? Schön, sorg dich nicht wegen der Gewächshausinspektion. Erledige stattdessen diese kleine Aufgabe. Stell ein Budget für übernächstes Jahr zusammen. Bis heute Abend. Betreff, noch am Leben. Wir werden angegriffen. Es gibt Tote. Der Ostbereich ist isoliert. Mit den Armbändern, die wir haben, können wir die Brücke nicht benutzen. Wo versteckt sich dieser Drecksack Cartwright? Betreff, bitte antworte. Gewächs 43 dreht durch. Im Gewächshaus ist der Teufel los. Wir müssen da jemanden reinschicken, bevor es zu spät ist. Wayne, wie halten wir das Ding auf? Du musst uns helfen. Bitte antworte. So. Betreff, keiner. Erinnerst du dich an Susie, die Cheerleaderin? Ein tolles Mädchen. Wir waren beide total verschossen in sie. Sie wollte natürlich nichts von Nerds. Ich muss dir noch die Comics und Spiele zurückgeben. Muss dich aber gedulden. Okay. Hier sieht's kalt aus. Wer hat den Gefrierschrank aufgelassen? Hier müssten wir das Ding doch abkühlen können. Wird das jetzt wieder so ein dolles Rätsel? Oh, nice. Gut. Kühlvorgang abgeschlossen. Schauen, was wir hier noch so finden. Brauchbares? Nee, anscheinend ist hier nichts mehr. Gut, gut, gut.
Habe ich da gerade Schritte gehört? Genau. So, jetzt aber. Lösung wird zerstört. Sehr gut. Das hat funktioniert. Warnung, Sie haben ohne Genehmigung eine gefährliche Lösung zerstäubt. Ihre Taten wurden aufgezeichnet und Sie müssen sich etwaigen Disziplinarmaßnahmen unterziehen. Ja, ja, Boy. Alles gut soweit. Ja, der sieht aus wie ein normaler Mensch hier. Oh, was ist das denn? Oh nein! Hier schon wieder? Sind das diese Disziplinarmaßnahmen, von denen die Rede war? So, das ID-Armband verbessern. Der Boy, ey, der macht mich fertig. Gut. Führungspersonal-PC. Ich glaube, da muss ich als nächstes hin. Los weg hier, ey. Los weg hier. Oh boy. Hier geht es um kostbare Sekunden. Cartwrights Posteingang. Absender William Birkin. Wichtig, erhöhte Sicherheit. Wann ist Nest ein Nest für Spione geworden? Letzten Monat 3, diesen Monat sogar 4. Und das sind nur die, die wir erwischt haben. Sorgen Sie für Sicherheit, Cartwright. Oder wollen Sie enden wie Ihr Vorgänger? Ich schränke außerdem ab heute den Zugang zum Westbereich ein. Ignorieren Sie alle Anfragen vom Hauptquartier, die mit G zu tun haben. Diese Schlipsträger tragen sowieso nichts zu diesem Projekt bei. Absender, no reply. Automatisch generierte Mail. Betreff Warnung, unautorisierter Zugang festgestellt. Unkrautvernichter durch unautorisierten Mitarbeiter im Ostbereich freigesetzt. Wayne Lee. Ja, das waren wir. So. Ja, Oh, der Boy ist nicht zu sehen. Sind wir hier etwa sicher? Ich kann ihn aber hören. So. Dann können wir ja in den Westbereich rübergehen. Einmal saven.